Liebe Freundinnen und Freunde, am Jahresanfang hat mich Regina Feiler, die grüne Kreisvorsitzende aus meiner Heimatstadt Gera, angerufen. Regina fragte, sollen wir einen eigenen Kandidaten oder Kandidatin zur anstehenden Oberbürgermeisterwahl aufstellen? Grün lag dort bei der letzten Bundestagswahl unter 3%. Meine Empfehlung war ein klares Ja, um so den Grundstein für eine erfolgreiche Kommunal- und Landtagswahl zu legen. Ich freue mich deshalb sehr, dass jetzt Nils Fröhlich kandidiert. Nils, vielen, vielen Dank. Gerade dort, wo Grüne es schwer haben, ist Engagement besonders bewundernswert. Und ich wiederhole mein Angebot. Ich komme und unterstütze euch im Wahlkampf. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es heute noch einmal. Wir lassen den Osten nicht im Stich. Auch wenn wir dieses Mal Gera noch nicht gewinnen, wir bauen. Wir bauen einer grünen Partei, die eine gesamtdeutsche, proeuropäische Kraft ist und Orientierung gibt. Denn Deutschland geht es gut, aber nicht allen Menschen in Deutschland geht es gut. Bei allem Reichtum, der niedrigen Arbeitslosenquote, tiefe Risse gehen durch das Land. Das gesellschaftliche Klima kühlt ab. Verunsicherung und Zukunftsängste machen sich breit. Politik ist für die Menschen da. Politik ist dafür da, den Menschen Hoffnung zu geben und Ängste zu nehmen. Zu viele in der deutschen Politik haben aufgegeben, sich für echte Lösungen zu engagieren. Immer öfter geht es um kurzfristige Antworten, um Spaltung. Ich glaube daran, dass unser Land Besseres verdient als große Koalition und Rechtsnationalismus. Aber dafür braucht es Haltung, dafür braucht es Grün. Zu oft ist die Antwort auf Brexit, auf Trump, auf Nazis im Parlament Schulterzucken. Andere Parteien sind mit sich beschäftigt und setzen denen kaum etwas entgegen. Grün ist die Partei gegen das Schulterzucken. Wir sind die Stimme für Zusammenhalt, für Gerechtigkeit und für eine moderne Gesellschaft. Wir machen der Mehrheit ein Angebot für gleiche Rechte, für gleiche Chancen, für Europa. Wir sind die Anti-Egal-Partei. Wir wollen das Leben der Menschen besser machen und gleichzeitig unseren Planeten retten. Grün soll Hafen sein für diejenigen, die sich einbringen wollen, die Lust auf Veränderungen haben. Wir müssen heute vieles ändern, damit wir morgen gut leben können. Im letzten Wahlkampf haben wir stark mobilisiert. So viele Mitglieder, so viele Spenden, so viele Großflächen wie noch nie. Das hat unseren starken Schlussspurt ermöglicht. Niemand kann seriös sagen, wann die nächste Bundestagswahl ansteht. Deshalb müssen wir jederzeit vorbereitet sein und uns immer weiterentwickeln. In diesem Jahr möchte ich die wahlkämpfenden Landesverbände in Bayern und Hessen mit aller Kraft unterstützen, damit Grün in Hessen weiter regieren kann und die CSU in Bayern die absolute Mehrheit verliert. Die hat sie schon lange nicht mehr verdient. Mobilisierung geht nur mit starken Inhalten. Da freue ich mich auf den Weg mit euch zum neuen Grundsatzprogramm. Das ist die Chance, auf die gravierenden Veränderungen der Zeit neue Antworten zu geben. Es ist doch so, wenn Grüne sich über Inhalte streiten, leidenschaftlich, kompetent, dann ist das gut für die Zukunft. Wichtig dabei ist, alle sollen mitmachen. Als Partei wachsen wir über 6.000 Mitglieder mehr in 2 Jahren. Euch alle begrüße ich. Wir sind erstmals in unserer Geschichte über 65.000. 65.257 zum 31.12.2017. So viele wie noch nie. Das ist unser gemeinsamer Erfolg. Und da habe ich gerade gesagt, alle sollen mitmachen können und dafür bietet Digitalisierung neue Möglichkeiten. Mit Befragung aller Mitglieder zu Themen gehen wir neue Wege. Und in diesem Jahr will ich das elektronische Mitgliederbegehren einführen, damit auch die ihre Stimme erheben können, die es nicht schaffen, bei Gremiensitzungen dabei sein zu können. Und ich setze auf möglichst klare Verfahren. Seit 3 Jahren veröffentlichen wir vor der BDK unsere Verfahrensvorschläge, damit ihr wisst, was aus euren Änderungsanträgen wird. Seit dieser BDK könnt ihr direkt im Antragstool sehen,
wie sich die Verfahrensvorschläge auf den Leitantrag auswirken. Und was ich unter Transparenz verstehe, konntet ihr in den Sondierungen erleben. Mit Videos für euch, die wir weit nach Mitternacht aufgezeichnet haben, mit Massentelefonkonferenzen und vielen, vielen Mails. Wir haben dabei große Anerkennung von grünen Parteien aus ganz Europa bekommen. So will ich gern weiterarbeiten. Liebe Freundinnen und Freunde, auch andere Parteien stellen sich neu auf. Es gibt ja ein neues Dreigestirn der deutschen Politik. Die Dreifaltigkeit der konservativen Restauration. Da ist Alexander Caro Dobrindt, die Karikatur eines CSU-Politikers. Da ist Christian, ich bin da mal weg, Lindner und der selbsternannte Hoffnungsträger Jens, parlamentarischer Staatssekretär Spahn. Sie wollen Sozialismus bekämpfen und 1968 rückabwickeln. Was das mit heute zu tun hat, das weiß ich nicht. Doch ich weiß, wir sind schon mit ganz anderen Gegnern fertig geworden. Ich freue mich auf die Auseinandersetzung. Und was ist bei der Linken los? Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine wollen eine neue Sammlungsbewegung schaffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lafontaine und Wagenknecht wollen sammeln, zusammenführen. Das sind doch Spalter. Das könnte mir ja noch egal sein, wenn sie nicht bei Europa beim Umgang mit Asylsuchenden nicht vielmehr wie Spahn, Dobrindt und Lindner klingen würden. Progressiv links sind die jeweils eh alle nicht. Denn was diese Leute bei aller Unterschiedlichkeit verbindet, ist die Flucht in die Vergangenheit, in Nationalstaat, in Grenzen. Dem setzen wir Grüne eine Utopie der Zukunft entgegen, der Offenheit, von Europa, von Solidarität. Und dazu gehört, Gerechtigkeitsfragen als echte Fragen zuzulassen und nicht im paternalistischen, wir wissen schon, was ihr braucht, zu erschöpfen. Und dann ist es egal, ob wir eine Partei links der Mitte oder eine Partei der linken Mitte sind. Wenn wir Nationalisten gegenüberstehen, dann stehen wir, dann kämpfen wir. Und der Schauplatz dafür ist Europa. Europa steht auf der Kippe. Doch zu viel läuft schief, wenn Regierungen Pressefreiheit bekämpfen. Richter drangsalieren oder Menschen, die vor Gewalt fliehen, wie Verbrecher behandeln, dann muss das Konsequenzen haben. Ich bin wahrlich kein Fan von Günther Oettinger, aber er hat recht, wenn er meint, Finanzmittel an der EU müssen an Rechtsstaatlichkeit gebunden werden. Und ich sage euch, wir überlassen Europa nicht den Orbans, nicht den Kaczynskis oder den Berlusconis, die zurückkommen. Wir stehen für einen neuen Aufbruch und nicht für einen Abbruch Europas. Und mit diesem Spirit möchte ich 2019 die Europawahl mit euch gestalten. Und die Kommunalwahlen, die vergessen wir dabei nicht, denn Grün wächst von unten. Mit 20 wurde ich grünes Mitglied und bin damit seit 20 Jahren Grüner. Seitdem rede ich immer wieder über die Klimakrise. Und letztes Jahr wurde es mir so richtig bewusst, die Klimakrise ist da, sie ist angekommen und sie entfaltet ihre Wucht. Und wenn wir uns mit aller Macht dagegen stemmen, dann werden wir sie nicht begrenzen. Dann schaffen wir unser Ziel, unseren Kindern einen halbwegs intakten Planeten zu übergeben, nicht. Und wir werden Mehrheiten für eine ökologische Politik nur hinbekommen, wenn wir sie eng mit sozialer Politik verbinden. Deswegen sind wir seit Anfang an ein emanzipatorisches, sozial-ökologisches Projekt. Und wisst ihr, häufig werde ich von Bekannten, Verwandten und Freunden gefragt, für welchen Weg entscheidet ihr euch, links oder bürgerlich? Ich muss dann immer lachen und sagen, so würden wir uns kaputt machen. Wir sind dann stark, wenn wir viele unterschiedliche Standpunkte und Strömungen zusammenbinden, wenn wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, denn aus dem produktiven Zusammenspiel unterschiedlicher Positionen und Rollen ziehen wir unsere Stärke. Letztes Jahr konnte ich in der Zeitung lesen, ich würde für das Wohl der Partei durch einen brennenden Reifen springen. Ich habe das stolz meiner Frau vorgelesen, die hat mich schallend ausgelacht. Sie meinte, was für eine arme Partei, die von deinen Turnkünsten abhängig ist. Da hat sie recht und zum Glück ist das nicht so. Doch ich habe 4 Jahre dafür gestanden, die Partei zusammenzuhalten, Wahlkämpfe zu unterstützen und die Partei weiter zu reformieren. Dafür stehe ich, dafür stelle ich mich zur Wahl, dafür bitte ich euch um eure Unterstützung. Herzlichen Dank.